Okay. Okay, was wird denn hier so angepflanzt? Nur Blumen, sonst keine anderen Pflanzen, auch keine besonderen Pflanzen, so mäßig. So, nach dem Motto, lecker schmecker, ne? So, Nachtschattengewächse. Nachtschattengewächse wurde bestimmt auch angebaut. Okay. Kann man hier irgendwo hoch? Macht das irgendwie Sinn? Also, man kann hier bestimmt irgendwo hoch. Ja, kann man auch. Okay, ist da oben was? Ist hier hinten was? Hier ist ein Zaun. Hier kann man hoch. Da kann man auf jeden Fall hoch. Oh, da ist sogar was. Oh, Loot. Nice. Ja, mag ich beides. Mag ich beides. Da ist noch eine. Du hast in das untere Fass nichts reingemacht, okay. Aber du hast alle Fässer gefüllt. Also bis auf das eine. Finde geil, dass die Kristalle auch Haltbarkeit 3 einfach haben. Ja, aber wahrscheinlich müsstest du das haben, weil der Typ will wahrscheinlich Kristalle mit Haltbarkeit 3 haben, der im Shop, also im Laden. Ich bin gespannt, was man im Laden kaufen kann, ob man da sich so upgraden kann, seine Ausrüstung. Wahrscheinlich aber, weil das macht Sinn. Es ist doch hier ein Eisenschwert, ne? Ach, Angriffsschaden müsste sogar. Naja, ich habe halt nichts dafür. Buch und Feder ist einfach unverändert. Okay. Machen wir das wieder zu. So, okay. Haben wir jetzt nicht schwer. Aber warte mal, bin ich lost? Ich bin lost. Ich habe jetzt ja nur Loot gefunden, aber nichts Dolles. Da ist doch nicht nur Loot ge. Okay, da war anscheinend nur Loot. Aber ich habe jetzt ja nichts bekommen für irgendwas. Muss ich nochmal genauer gucken am besten. Der hier geht halt auch sehr hoch, aber hier ist auch nichts. Der Seite. Oh, hier kann man auf jeden Fall hoch. Hier kann man aber auch hoch, aber hier ist dann aber auch nichts. Nee, schade, hier ist aber nichts. Na, hier wird irgendwas, hier wird irgendwas noch was sein. Wahrscheinlich habe ich es aber jetzt schon übersehen. Hier kann ich zwar so rein, aber das bringt mir nichts. An einigen Orten ja auch sehr düster, was aber natürlich zur Atmosphäre passt. Was ist das da? Da. Ne, hier muss aber noch irgendwo, hier muss noch irgendwas sein. Ich denke mal, dass das so abgezäunt ist, aber da muss doch irgendwas sein. Weil einfach zu schnell hier gerade. So, hier rein, die Olga. Aha, und hier ist aber nichts, okay. Nach draußen kann ich nicht. Kommen, gehen, tun. Ich habe hier unten reingeguckt. Da ist nichts. Da ist nichts. Ich habe noch nichts bekommen. Aha, eine Schulterkiste. Reaper-Boss-Schlüssel. Achso, oder wir schalten den Boss wahrscheinlich dadurch frei, dass wir den Schlüssel haben. Ah, ja, man muss sich ein bisschen mit Minecraft auskennen. Da. Ja, die ist mir vorhin nicht aufgefallen. Aber ich finde alles so. Da musste ja was sein. Das musste einfach so sein. So, jetzt haben wir das auch hier alles geöffnet. Damit haben wir Flur 1, würde ich sagen, abgeschlossen. Ich würde sagen, Flur 1, dann gibt es am Ende von Flur 1 einen Boss. Das ergibt alles Sinn. Und ich denke mal, wenn ich das hier so sehe. Einsetzen. Was heißt einsetzen? Einsetzen heißt droppen, oder? Okay, let's go, Baby. Oh. Das ist so ein typischer. Das ist aber. Horrorboss. Alter. Das ist aber. Was ist das für ein Lücke? Ist das Zelda? Oder Mario? Oh Gott. Ja,
Scheiße. Darf ich nicht an mich rankommen? Das ist der Trick. Weil er mich direkt frisst. Alter. Verreck doch jetzt. Komm. Ah, oh Mann, da muss ich zweimal sterben bei dem. Ja, einmal Wizard, das ist ja quasi vorbei schon. Alter Schwede. Geiles Item. Sieht gut Squared aus. Oh ne. Alter. Okay, alles zu hoch. Ey, war aber ein geiler Boss, aber ich bin zu oft gestorben. Bitte keinen Death Counter einfügen. Oh, die Mucke hört auf, sehr gut. Boah, ich bin zu oft gestorben. Ich war so schlecht. Ich hätte eigentlich. Es war halt eigentlich einfach. Ich hätte einfach den halt nicht zu mir kommen lassen. Ich hätte mit dem Schild abwerten sollen, weil wenn er dich einmal Wizard, bist du halt Geschichte einfach. So, polierten Asphalt, den packe ich mal hier so rein. So, als Belohnung für den ersten Boss. Ah, oh, das ist richtig mies, dass ich jetzt verkackt habe mit dem. Hier, warte, wir machen so eine Art Pyramide. So, warte mal. So. Ja, ich brauche noch mehr. So. Ja, sieht doch gut aus. Pyramide kann ich ja wohl. So. Ja, das war der erste Boss. War richtig cool. Der war richtig nice. Der hat mich halt ein bisschen krass gewizzert. So, was haben wir jetzt für einen Schlüssel bekommen? Ein Esszimmerschlüssel. So, die Flasche, die leere. Und wir haben noch seinen Knochen hier. Sein Knochen kommt hier hin. Esszimmer war auf der... War hier, ne? Esszimmer, genau. Glatter Quarzblock. Hier dann, ne? Oh, Slimies! Hallöchen. Wer heißt die denn? Ich kann das nicht lesen, was da steht. Schleimgeist. Okay. Das ist, ich weiß nicht, jetzt kann ich es besser lesen, aber. Nice. Ich hoffe, dass ich mich nicht zu schlecht angestellt habe beim Boss. Den Chat. Ja, der Chat hat nichts dazu geschrieben, wie ich mich angestellt habe. Von daher, glaube ich, war das gar nicht so schlecht. Es gibt zum Glück keinen Permadeath hier. Das wäre krass. Permadeath, so einfach auf Hardcore gesetzt. In die Küche kommen wir nicht. Aber wieso? Wer schließt denn jeden? Also, wer ist denn so paranoid und schließt jeden Raum in seinem Haus oder in seinem Schloss ab? Dass sogar die Küche einzeln abgeschlossen ist. Und hier ist ein Keks. Oder ist das, was ist das? Okay. Das ist aber nichts Dolles. Nichts versteckt irgendwie. Nee, okay. Das sind Türen, okay. Hm, hier schon reingelunzt. Aha. Das ist so ein Special Guest-Typ einfach. Hier so ein extra Tisch. Ja, so ein extra Tisch einfach. Oh, komme ich jetzt dahin, wo ich denke, dass ich hinkomme? Nein. Aber ich kann zurückgehen, von daher. Ich bin gespannt, wenn ich mal nach draußen komme. Oh, was haben wir hier denn? Was ist hier denn noch Schönes? Ist das die. Ist das halt das Atelier? Nee, das ist das Atelier. Okay, wieder diese creepy Sounds. Bisher hat mich aber noch nichts erschreckt in der Map. So. Hm. Ist das einfach nur hier ein Jump'n'Run? Aber ziemlich einfaches Jump'n'Run, ne? Das ist aber hier ein ziemlich einfaches Jump'n'Run. Ja, richtig einfach. So, haben wir im First Try Easy gemacht. Gar kein Problem. Ich mag meine Pyramide. Küche, oh, wir kommen in die Küche. Jetzt auf dem Rückweg alles explodiert, ne? So ist es schneller. Wenn man runterfällt, ist es schneller. Komme ich schneller zurück. Als ne, da oben lang zu gehen. So.
let's go. Bring me back to Jupiter and Mars. So, let's go. Das hätten wir das. Ich mag das, dass man so, das so, also dass das Gameplay aus Erforschen und Entdecken steht und dann auch hin und wieder kämpfen. Das ist abwechslungsreich, auch Jump'n'Runs. Also es ist nicht einfach nicht eine Parkour-Map, keine Kampf-Map, sondern so eine geile Mischung mit Exploring und Nicing, so ein bisschen auch Metroidvania-mäßig, also es ist halt Zelda-mäßig, so du kriegst Items und dann wirst du wahrscheinlich immer besser werden und kannst andere Gebiete. Du schaltest halt immer neue Orte frei und ja, ganz schön geil. Ja, kenne ich mich aus, aber jetzt hier gerade nicht während der Map. Nach der Map können wir darüber gerne reden. Also, ich nutze Elgato zum Beispiel hier auch als Stream Deck, damit kann ich halt, aber natürlich mit den Elgato Cards, mit den, ne, können wir mal drüber reden. Oh, was habe ich jetzt gerade bekommen? Ich bin voll perplex, ich habe schon voll viel Zeug. Küchen, ach ja, Küchenschlüssel, boah, ich bin lost aber auch, so. Lego. Ui. Ah, so ein Schacht, so eine Schachbrettküche, auch sehr bekannt. Ah, der Schleim ist ein bisschen lost, ey. Gar kein Problem. Ah, die Schleim sind aber ganz süß. Die sind auf jeden Fall besser als diese komischen Geister, diese Dämonengeister. Die sind ganz nett, aber warum? Warum gibt es denn Schleim? Also Geistschleim. Ne, Schleim. Egal. Okay, wir haben hier einige Sachen zu gucken. Gibt es auch so eine Art Highscore, die man, also kann, wenn man alle Punkte mitnimmt? Bestimmt habe ich schon irgendwo Punkte übersehen. Bestimmt, ne? Beziehungsweise, ich weiß ja nicht, ob das Punkte sind oder das Zahlungssystem, aber dann kann ich mir ja gleich ordentlich was leisten. Ja, die kosten einen Stack, also Kristalle einfach, ein besseres Schwert. Ich weiß ja gar nicht, was es überhaupt gibt. Falls wir überhaupt jemals den Schlüssel zum Laden bekommen. Alles geguckt, ja, würde ich sagen. Hier irgendwo ist noch was, kein Schachbrettmuster-Symbol ist. Okay, ne. Ne. Darf man hier reingucken oder muss man hier den Knopf drücken? Ich denke mal. Fleisch. Nochmal Fleisch. Fleisch. Was war das? Egal, ich mach das Ding einfach leer. Also ich habe nochmal Fleisch bekommen. Also ich habe ganz viel Fleisch jetzt. Warte mal. Rohes. Na, ich packe mir das Fleisch mal hier oben hin. Weil das ist alles roh. Das mag ich nicht so gerne. Das ist ein Kühlschrank. Wusste ich gar nicht. Pizza im Ofen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Nee. Hä? Ja, es ist halt eine typische Küche. Ne? Was muss hier rein? Ach, da ist sowas drin. Okay, ich hab gedacht, man muss das rein. Okay, also man kann die Küche auf jeden Fall hier ziemlich gut looten. Was soll das hier sein? Es ist aus wie so ein Marmeladenglas. Deswegen ist hier auch alles so... Oder es ist einfach Blut. Die Blutung muss gestoppt werden. Hier oben ist auch noch ein Trichter oder so, aber nichts drin. Oh, hier oben sind... Oh, die ganzen Schränke. Wieso sind hier unten eigentlich keine Schränke? Warum nur oben? Aber da hat er nichts reingepackt in die Schränke hier oben. Die sind aber sehr weit... Also wenn das eine normale Küche ist, dann hängen die aber eindeutig ein paar Blöcke zu hoch. Wenn hier die eigentlich müssten die auf der Höhe von der Abzugshaube behängen, also eigentlich hier. Oder mindestens hier, weil das ist ja die Dampfabzug, das ist der Herd. Habe ich schon verstanden, was das hier ist? Sieht nach einem Keks oder Pfannkuchen. Aber die hängen deutlich zu hoch, da kommt ja keiner dran. Oh, hier ist aber ordentlich Blut an die Dinger. Aber wahrscheinlich, sonst wäre das glaube ich zu offensichtlich. Was ist das denn? Honigflasche, okay. Das ist glaube ich zu offensichtlich, wenn man die so tief hängt, aber in der normalen Küche hängen die nicht so hoch, die Schränke. Da kommt ja keiner mehr dran. Also als kleine Reference, so mäßig. Oh, hier ist aber einiges. Aber hast du die ersten vergessen zu befüllen oder war das sonst einfach zu viel Loot, was es gab? Na, hier ist auch noch was, okay. Ja, ich durchschaue alles. So, das waren. Oh, hier ist noch was hinterm Bild bestimmt. Ah, ich habe alles ausprobiert. Und vor allem das hier, da müsste ich ja noch welche sein. Also, das hier an der Ecke ist ja auch nicht. Aber das ist eine echt große Küche, wenn die von hier hinten geht.
Bis hier vorne. Das muss ja richtig teuer gewesen sein. Okay, gut, egal. Ich habe auch hier einen gigantischen Tisch mit 6 Stühlen. Aber die haben es mit der Ausleuchtung nicht so gut. Also hier ist es relativ dunkel. Also natürlich auch ein bisschen den. Ah, hier war ich schon. War hier eigentlich noch was hinter der Tür? Ne? So. Okay, was habe ich bekommen? Wohnzimmer. Okay, der Wohnzimmer. Das Wohnzimmer war doch. Hier war der Keller. Hier ist immer noch zu, ne? Ja. Wohnzimmer war auf jeden Fall entweder hier vorne oder da oben. Entweder hier vorne. Oh, das ging schnell. Ich höre direkt wieder Schleims. Und ein Schattengeist. Ne? Weil die droppen auch nie die Schleimbänder, ne? Okay, das ist ein Klavier. Mit Nachricht, okay. Mit einer Noten, wahrscheinlich Notenblatt. Okay, also das ist ein Wohnzimmer halt typisch. Mit Kamin. Hier unten drunter ist nichts da, das? Nee. Oder ist hier irgendwas? Nee, ist nichts. Hier ist auch nichts, nee. Na, hier in dem Gang war ich früher vorhin. Da war ich ja hier von dem Gemälde aus drin. Nee, da war ich noch nicht drin. Oder doch von da oben, glaube ich, ne? Ja, stimmt, das habe ich hier gesehen. Das habe ich gesehen. Ich war da drüben, war ich schon. Ja, okay. Hier ist auch nichts, ne? Im Kamin muss doch irgendwas sein. Ja, oder hier im Bild natürlich. Ich denke in dem Bild. Habe ich hier in dem Bild schon geguckt? Die Bilder sind nämlich immer sehr krass. Nee, dann muss es das Bild sein. Und 100 Punkte für den. Nee, was? Okay. Da habe ich geguckt. Hier habe ich noch nicht geguckt. Und hier auch nicht. Ah, hier ist doch was. Was auch ist, ich komme da nicht dran. Kann auch lange nicht reinzoomen, aber da ist ja irgendwas. Okay, ich soll einfach alles wegmachen. Okay. Aber das muss doch auch gehen mit Schwert. Ne, geht wirklich nicht. Warte. Als ob. Da ist er. Da. Nice, okay. Sneaken, genau. Na, okay. Ich meine, ich brauche das Schild auch nur in Kämpfen eigentlich. Aber mit. So, ich glaube, ich habe einfach nicht getroffen. Ich glaube, man kann es sogar mit Schwert und Schild machen, tatsächlich. Beziehungsweise mit Schwert auf. Ich habe es ja mit Schwert gemacht. Also mit Schwert geht's. Geheimer Rittersaal. Warum nennt man unseren Saal einfach noch geheim? Oh, hier sollte man das Schwert vielleicht, Schild vielleicht dann doch benutzen, weil es ist ein Bogenschützen. Der aber auch. Warte, war das ein Bogenschütze oder war das ein Pferd? Keine Ahnung. Kristalle sehen interessant aus. Die sind verzaubert. Alter, was war das denn? Ist irgendwas gerade vorbeigefahren? Aha. Sehr interessant. Hier auch.
Okay. Aha. Schleimiges etwas. Sehr schleimig und klebrig. Ich habe ja auch noch die. Wofür brauche ich denn die Honigflaschen eigentlich? Wahrscheinlich aber auch random. Aiwa da 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 da. So, nehmen wir mit alles hier. Neue Rezepte verfügbar. Was habe ich denn für neue Rezepte, die ich auch herstellen kann? Honigblock, Zucker, Knochenmehl. Macht sich man den Honigblock? Man kann sich einen Honigblock aus 4 Honigflaschen machen. Ja gut, das ist der kleine Knochen. Mach das Buch mal zu. Ich glaube nicht, dass man das machen muss, aber vielleicht doch. Ich habe schon 3 Stacks von diesen Kristallen einfach. Platziere hier den Turmzimmerschlüssel. Okay. Da ist aber nichts. Turmzimmerschlüssel habe ich aber nicht bekommen. Hier war aber auch nichts. Orange, weiß, rot. So, okay. Das sind Teppiche alles, ne? Kann man unter Teppiche was verstecken? Decken ist die Frage. Nein, das war hier eindeutig. Die Teppiche sagen mir auch nichts. Ich habe gedacht, dass es hier noch irgendwie sowas ist. Weil hier kann ich überall hoch, aber das bringt mir auch nichts. Weil da komme ich nicht lang. Hier brauche ich diesen Schlüssel. Schwierig, schwierig. Ich übersehe wahrscheinlich so ein kleines Detail. Oder hier ist halt wirklich noch irgendwas, was ich wieder nicht sehe hier. Aber in den Hohlräumen ist nichts diesmal. Ich habe 11 Schleim bekommen, ne? Was wir mit dem Schleimball machen können. Keine Ahnung, was mit Schleimbällen machen kann. Ich kann die Blumen rausnehmen, wow.
Als wenn hier irgendwie so. Wenn hier so Trichter wären, dann würde ich dann Schleimer reinschmeißen, aber ich sehe auch keine Trichter. Vielleicht kann ich auch die Trichter nicht zugreifen, aber wenn ich hier einfach die Schleimdinger reinschmeiße, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Und es ist so Platten. Warte mal. Warte mal, sind das Druckplatten einfach? Holzdruckplatten? Ich kann es aber nicht dazwischen schmeißen, oder? Ach, du bist. Ach, da hat's direkt geklappt. Rittergeister, okay. Ah, die haben auch nicht mehr Druck als die anderen. Ah, okay. Das ist gemein, aber ja. Mann, aber ich brauche so viele Tipps. Das ist doch scheiße. Weiß nicht, immer wenn ich einen Tipp brauche, dann fühle ich mich schlecht. Aber ja, das gibt es halt auch. Aber das stand auch nirgendwo, dass man das machen kann. Und dafür waren es die Schleimdinger. Was ist, wenn ich das Essen da hochgeworfen hätte? Naja, gut. Klar, das können natürlich auch Druckplatten sein und keine. Tja, über diese Schritte, die man hört. Aber wir haben wieder einen Schlüssel. Boah, ich hoffe mal, ich kriege jetzt mal langsam einen Shop. Das ist halt übelst gleich voll einfach. Steht habe ich bisher noch nicht gebraucht. Und viel zu viel. Also Essen hat man hier echt einiges. Und Essen hat man hier echt einiges. Ich tue mal 1,64er Stack weg. Ich kriege eh gleich wieder noch einen vollen. Okay. Da oben warten auf jeden Fall schon ein paar. Okay. Nochmal Heilungstrank. Sehr gut, kommt mir gelegen. Für den nächsten Boss. Das ist sehr gütig von dir. Fühle ich. Fühle ich. Und die Ritter fühlen mich, auf jeden Fall, fühlen mein Schwert. In ihrer Fresse! Rein damit in die Eure. Sehr gut. Rein in die Olga mit dir. Sehr gut. Haben wir hier noch ein paar? Nee. Der Ritterturm auf jeden Fall. Hier ist auch nichts Tolles. Hier habe ich auch noch nicht geguckt. Eigentlich müsste man hier ganz hinten eins machen. Ach, hier habe ich auch nicht geguckt. Irgendwo ist bestimmt eins. Irgendwo, also da unten ja, aber ich meine hier, irgendwo ist hier bestimmt eins. Irgendwo. Irgendwo. Come on. Schade, okay. Hier sind die Treppen eingestürzt. Schade. Muss man leider zu Fuß gehen. Nee, das ergibt keinen Sinn, aber man muss klettern, meine ich so. Okay, da geht es noch weiter nach oben. Und hier sind wir mit dieser Brücke, okay. Oh. Kiste. Sehr gut. So. So mäßig hier oben wahrscheinlich aber nicht. Ne? Ah, kann man da nicht hoch? Kann man da nicht drauf? Ah, man kann da nicht drauf. Ja, okay, das ist IC. IC, man darf hier also nicht gucken. Okay.
Und dann gehen wir wieder runter. Kann man hier noch irgendwo hin? Nee, schafft man nicht. Schafft man nicht. Dann gehen wir mal hier weiter. Wir kamen jetzt beim Turm, aber kommen wir beim Turm noch nach unten? Also war es nach unten? Nee, ne, ging auch nicht. Nee, das hier ist Sackgasse. Okay. Weil der Turm hat ja noch eine untere Etage quasi. Da muss ich das schon immer nochmal machen, aber das ist ja gar kein Problem. Das ist ja relativ human. Wir messen alles. Da, 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 da. Aber jetzt sehen wir nochmal von außen hier, wo wir angefangen haben. Kann man hier irgendwie. Das war noch gar nicht einer der Türme, wo man überhaupt von. Okay. Da, 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 das haben wir absichtlich.